Es war ein kurzer Tag, bevor es dunkel wurde, beschlossen wir uns auf das Abendessen vorzubereiten und zum Abendessen hatten wir diese Fleischstücke. Wir salzen sie und reiben sie mit Olivenöl ein. Buchstäblich eine halbe Stunde später brach völlige Dunkelheit ein und wir machten unsere Beleuchtung an. Wir hatten viele verschiedene Sachen. Dies ist eine solche Taschenlampe, ähnlich wie eine Bluetooth-Säule. Sie ist nicht schlecht. Wir befestigen es auf einem Stock, der fest im Boden war, damit mehr Fläche beleuchtet wird. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch zwei gleiche Taschenlampen in verschiedenen Größen. Die große hat auch eine Powerbank und verspricht für eine sehr lange Zeit zu leuchten. Ich denke, jetzt sind wir die ganze Nacht mit Licht versorgt. Wir tranken etwas Tee und beschlossen, unser Fleisch ins Feuer zu legen. Diese Methode war ziemlich primitiv. Das Fleisch nur an Stöckchen festmachen und sie über dem Feuer hängen lassen. Wir fühlten uns wie primitive Menschen. Trotzdem erwies sich das Fleisch als sehr lecker und saftig. Als starke Beleuchtung hatten wir so eine Laterne. Es wurde von einem kräftigen Akku versorgt und war mega stark. Es war auf der Kamera nicht sichtbar, aber ich denke, dass es bis zu einem Kilometer Entfernung leuchten könnte. Eine schreckliche Erkältung kam mit der Dunkelheit. Wir waren relativ leicht angezogen und hatten keine Minustemperaturen erwartet. Von meinen Augen war alles gefroren. Die Batterien in der Zelle funktionieren nicht und wir mussten sie durch das Feuer erwärmen, bevor wir mit der Aufnahme begannen. Es war schon gegen 12 Uhr. Es war sehr kalt und wir hatten noch eine ganze Nacht vor uns. In der Hoffnung, die Lösung von Kälte im Zelt zu finden, holten wir einen solchen Gasofen, der auf einen Ballon gewickelt war. Gas aufmachen und anzünden. Es brennt ein bisschen, aber nicht so gut zu spüren. Aber nach einer Minute ging die Heizung in Betrieb und begann sich ziemlich stark zu erwärmen. Es funktionierte wie ein Infrarotstrahler, der die Wärmestrahlung abgibt. Im Prinzip könnte man schon versuchen einzuschlafen. Aber wir hatten Angst, dass die Heizung nachts umkippt und das Zelt anfängt zu brennen. Aus diesem Grund wurde beschlossen, diese Option zu verwenden. Hierbei handelt es sich um eine Gaslampe, die für die Beleuchtung ausgelegt ist. Es muss auch angezündet werden. Und zu unserer Überraschung konnte es direkt sehr hell leuchten und auch eine gewisse Menge Wärme abgeben. Wieder hörten wir das Rascheln von unserer kleinen Freunde. Warum schlafen sie nicht? Wir trugen die Lampe ins Zelt und hofften, dass sie uns nachts wärmen wird. Wir wollten genug Brennholz für die ganze Nacht haben, weil das Lagerfeuer wilde Tiere abschreckt, die in der Nähe sein könnten. Wir wollten aber keine Nachtsgäste empfangen. Aber genau das passierte 2 Stunden, nachdem wir ins Bett gegangen sind. Wir hörten ein Rascheln und es waren definitiv keine Hamster. 100 Meter von Lager entfernt ging etwas an den Blättern. Aus Angst stiegen wir aus dem Zelt und gingen mit einer starken Taschenlampe in die Richtung Lärm. Wir hofften, dass es Hasen sind, aber das Herz war trotzdem zusammengedrückt in der Brust. Und als wir sahen sie, erstarrten wir von Angst und Überraschung gleichzeitig. Es war eine ganze Herde wilder Schweine. Sie pflückten ihre Blätter und aßen dort etwas. Ich weiß nicht warum, aber sie reagierten praktisch überhaupt nicht auf uns. Möglicherweise, weil sie wussten, dass sie nicht in Gefahr sind, weil es viele von ihnen gab, ungefähr 15 mit Sicherheit. Dieser Große ist wahrscheinlich ihr Anführer.
Wenn sie wollten, würden sie uns mit Füßen treten. Deshalb standen wir einige Minuten, gingen vorsichtig davon und kehrten ins Lager zurück. Ich sag euch ehrlich, dass wir in dieser Nacht nicht mehr einschlafen konnten. Wir schalteten das maximale Licht im Lager ein. Wir hatten sogar so kleine Taschenlampen hier und steckten sie in Powerbank. Mitten in der Nacht wurde schon minus 6 Grad. Und wir waren in Herbstkleidung angezogen, lagen in Schlafsäcken, in Münzen und Jacken. Mein Partner direkt mit Schuhe schlafen gegangen. Das Zelt war mehr für Herbst als für Winter. Sein Inneres bestand aus einem Netz, um im Sommer eine gute Belüftung zu gewährleisten. Wir wollten etwas Wasser trinken, aber es fing an zu frieren. Alles war eiskalt. Irgendwann wollten wir packen und ein paar Kilometer zum Auto gehen, damit das alles aufhört. Aber dann hätten wir das Video nicht fertiggestellt und das erlaubte uns nicht zu gehen. Fast bis zum Morgen saßen wir draußen und wärmten uns an Feuer. Es gab nicht genug Feuerholz und wir gingen mit Taschenlampen und schleppten alles, was brennbar war. Es war eine der schwierigsten Nächte unseres Lebens. Erst als hell wurde, konnten wir etwas schlafen. Der Morgen kam. Wir fanden heraus, dass wir in der Nacht durch Hektik einen Schlafsack zerrissen haben. Und es sind wirklich echte Federn drinnen. Die Gaslampe brannte bis zum Morgen. Genau wie unsere Laternen, nur eine davon ging aus, die kleinste. Nachdem wir uns ein wenig erholt hatten, packten die Sachen und gingen nach Hause. Wir sind froh, dass wir diese 24 Stunden im Wald verbringen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, ist der beste Dank, dass du dieses Video mit deinen Freunden in sozialen Netzwerken teilst. Das kannst du mit entsprechenden Icons unter dem Video machen. Dank Letyshops für die Ausrüstung und eine gute Idee für das Video. Alle Links in der Beschreibung. Und sehen uns im nächsten Video.